Tja, diese Aufgabe hat es in sich. Deswegen werde ich das Ganze auch nochmal in Videoform erklären, obwohl ihr das Ganze schon gerechnet habt. Gegeben sind die Stücke, die wir jetzt hier haben, und wir sollen ein Drachenviereck zeichnen. Ja, Drachenviereck ist hier leicht gesagt. A und C sehen hier ein bisschen komisch aus, aber wir wissen, dass diese Punkte A und C auf der Geraden liegen. Das heißt, wenn wir die Gerade einzeichnen, müssen wir bei A nur zum x-Wert minus 2 gehen und dann einfach nach oben. Das ist gerade hier zufällig auch der Punkt. Der y-Wert 1. Wir könnten auch einfach das minus 2 in die Geradengleichung hier einsetzen und erhalten dann auch den y-Wert für diesen Punkt a. Das gleiche gilt natürlich für c. Da wissen wir den x-Wert wieder und somit können wir den y-Wert berechnen, aber auch zeichnen. Für den x-Wert, das ist der einzige, der hier funktional abhängig ist, gilt natürlich, dass für x gleich 2 der Punkt b1 hier dran liegt. Ja, und der Rest ist eigentlich relativ leicht zum Zeichnen, weil beim Drachenviereck wissen wir, dass AC, die soll die Symmetrieachse sein, dass dann der Punkt D1 gegenüber von B1 liegen muss. Das heißt, wir müssen hier nur unser Geodreieck hinlegen, eine Senkrechte zeichnen, denselben Abstand messen und dann kommen wir nach D1 rüber und haben unser erstes Drachenviereck. Die Frage war jetzt nur, dass in diesem Drachenviereck für diesen Alpha immer gilt, dass er 73,74 Grad ist. Nun, das können wir jetzt so leicht eigentlich nicht feststellen, aber was wir. Weil wir kennen momentan ja noch keine Strecken hier in diesen Dreiecken oder sonst irgendwas. Aber was wir erkennen, ist, dass die Strecke AB parallel zur X-Achse ist. Und damit können wir den Winkel zwischen X-Achse und Gerade bestimmen. Das ist nämlich Grad der Tangens Alpha gleich m. Also in dem Fall ist aber dann Alpha nicht der Winkel, den wir bei dem Tangens Alpha gleich m drin haben, sondern der halbe Winkel, also der quasi von der Parallelen zur x-Achse bis hoch zur Geraden, den können wir berechnen. Natürlich taucht der Winkel auch hier unten auf, aber das haben wir ja schon mal gelernt, auch auf den Parallelen zur x-Achse können diese Winkel mit der Geraden auftauchen. Benennen dürfen wir das natürlich nicht mit Alpha, sondern mit Alpha halbe, weil Alpha natürlich dann am Schluss das Doppelte ist. Aber wenn wir das eben so benennen, kommen wir ganz leicht drauf. Hier in dem Fall müssen wir jetzt einfach den inversen Tangens nach drüben bringen. Dann gibt es Alpha halbe gleich 36,87 Grad. Und damit wissen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel mal 2 auf beiden Seiten rechnen, dass Alpha gleich 73,74 Grad ist. Und so gilt es tatsächlich immer. Wenn am Anfang einer Aufgabe so etwas dran steht, dann hat das meistens, wenn es eine Parallele zur X-Achse da dabei ist oder irgendwie einzeichnbar ist, hat es meistens was mit Tangens Alpha gleich m zu tun. Gut, damit wären wir mit der ersten Aufgabe schon fertig. Nun sollen wir quasi die Raute bestimmen. Wenn ihr das Wort Raute hört, heißt das so viel wie sofort Formelsammlung aufschlagen, wenn man immer genau weiß, was das ist. Eine Raute unterscheidet sich vom Drachenviereck dahingehend, dass es 4 gleich lange Seiten hat. Das heißt, wir müssen doch eigentlich nur eine Mittelsenkrechte zeichnen. Hier zu der Strecke AC, also durch die Mitte eine Senkrechte. Und dort muss dann der Punkt B2 irgendwann auch für y gleich 1 sein. Wir wissen ja, dass unsere B-Punkte alle 1 sind, also müssen wir nur gucken, wann die Mittelsenkrechte hier unten gleich mit y gleich 1 wird. Und schon haben wir unseren Punkt B2 und dann können wir den nach oben zu D2 spiegeln. Das war's dann schon wieder mit der Zeichnung. Was wir machen müssen, ist den Umfang bestimmen und der ist natürlich bei der Raute anders, wie das in der Formelsammlung drin steht, viermal die Seite AB2. In dem Fall dürfen wir AB2 bestimmen oder berechnen. So, und jetzt suchen wir uns wieder ein rechtwinkliges Dreieck, wo wir schon etwas kennen. Was wir zum Beispiel kennen, ist dieser Winkel Alpha oder Winkel Alpha halbe, also der da hier. Und wenn wir uns das rechtwinklige Dreieck hier vornehmen, müssen wir nur noch eine zweite Seite finden. E2, B2 können wir vergessen. B2 müsste man nämlich ablesen, den können wir auf gar keinen Fall berechnen, weil wir ja sonst eigentlich nichts gegeben haben, wo hier der x-Wert von dem B2 sein sollte. Was wir aber können, ist die Strecke E2 uns denken. Denn das ist nichts anderes als die Hälfte von der Strecke AC. Und die können wir wiederum berechnen. Also, wenn wir die Strecke AE2 hätten, könnten wir mit Hilfe vom Cosinus die Strecke AB2 da unten berechnen, nämlich Ankathete durch Hypotenuse. Nur AE2 fehlt noch. Wir können aber mit Hilfe der Länge der Strecke, weil wir die Koordinaten von A und von C haben, die Streckenlänge berechnen von AC, das sind 10 Längeneinheiten, und dann weiß ich natürlich auch, dass AE2 5 Längeneinheiten sein muss. Das Ganze muss ich jetzt nur noch auflösen. Das ist ein bisschen trickreich, denn sobald eine Variable, und AB2 ist ja unsere gesuchte Variable, wenn die unten steht im Nenner, müssen wir die erstmal hochbringen. Das heißt, auf beiden Seiten mal AB2, dann steht sie hier drüben und dann müssen wir das Cosinus 36,87 wieder wegbringen, indem wir es dividieren auf beiden Seiten und schon können wir die Streckenlänge AB2 berechnen.
Und dann ist der Umfang natürlich relativ schnell berechnet, da müssen wir nur noch mal 4 rechnen. Bei diesen ganzen Aufgaben würde ich euch immer wärmstens empfehlen, schreibt genau die Streckenbezeichnungen hin, so wie ihr das braucht. Untereinander rechnet die nächsten Streckenlängen aus und wenn ihr dann sowas wie ein Ergebnis habt, wie zum Beispiel hier AB2 gleich 6,25, dann unterstreicht es auch. Dann findet das nachher wieder, denn es kann durchaus sein, dass man seine Streckenlängen nochmal braucht. Bei der Aufgabe 2c, da ist es ein bisschen schwieriger mit den Streckenlängen, aber das habe ich euch auch schon mal erklärt, wie das geht. Die Strecke AC wird geteilt im Verhältnis von 2 zu 1. Das heißt, wir müssen diese Streckenlänge AC in drei gleich große Teile zerteilen, weil 2 und 1 3 ergibt. Und 2 dieser Teile geht dann bis E3 und der andere Teil geht von E3 bis C. 10 cm, wenn man durch 3 teilt, dann sind es 3,33 Längeneinheiten, dementsprechend gerundet. Für die Strecke AE3 dann 6,67 Längeneinheiten. Aufpassen bei diesem Verhältnis, 2 zu 1 heißt nicht, es ist zweimal von dem Ganzen, also wir können dann nicht irgendwie mit doppelt so groß und 5 verwenden, sondern wir müssen tatsächlich das dann in drei Teile zerlegen, damit auch wirklich das Verhältnis 2 zu 1 passt, nämlich 6,67 zu 3,33. Den Umfang berechnet man, so fange ich jetzt bei der Aufgabe mal an, mit 2 mal die Seite AB3 und 2 mal die Seite B3C. Denn hier haben wir jetzt ja unterschiedlich lange Seiten. Sie sind zwar symmetrisch, das heißt, diese Seite und diese Seite sind gleich lang, genauso wie die und die. Aber wir haben es jetzt eben nicht mehr bei einer Raute, dass alle gleich lang sind. AB3 müssen wir jetzt aufpassen mal wieder. Dieses AB3 ist jetzt nicht mehr das gleiche wie AB2, also wir dürfen es nicht aus der vorigen Aufgabe verwenden, denn es ändert sich. Wir dürfen zwar wieder denselben Ansatz verwenden, nur müssen wir diesmal andere Werte einsetzen. Also wir nehmen wieder dieses Dreieck, nur liegt es eben jetzt woanders und dementsprechend ist auch die Seite AE3 länger, nicht mehr 5 Längeneinheiten. Das ist aber auch schon das Einzige, was sich ändert. Die Ankathete und die Hypotenuse sind wieder die Werte, die wir hier verwenden wollen. Den Winkel, der gilt ja für immer. Das war bei der Aufgabe ja B oder A ja auch schon zu zeigen. So, wenn wir das einsetzen, erhalte ich für die Strecke AB3 eine Länge von 8,34 Längeneinheiten. Hier muss ich ja nichts mehr äquivalent umformen. Die andere Streckenlänge, nämlich B3C, die habe ich jetzt mal über Pythagoras hergeleitet. In diesem Dreieck, nämlich wo B3C vorkommt, da müsste man ja nur diese Streckenlänge E3C und E3B3 berechnen, dann könnte man da drauf kommen. Denn Problem ist hier, Winkel haben wir ja überhaupt keine gegeben, beziehungsweise bis jetzt noch nicht berechnen können. Und wenn wir eben keine Winkel haben, dann ist der Pythagoras manchmal der erste Schritt, der da am geschicktesten ist. Also habe ich den mal aufgestellt. Was wir hier kennen, ist E3C, das ist 3,33 Längeneinheiten, das wissen wir ja noch, weil das Verhältnis von 2 zu 1 beim Teilen der Strecke AC stattgefunden hat bei der Aufgabe. Was uns fehlt, ist B3E3. In dem Dreieck da oben können wir es natürlich auch nicht bestimmen, aber die Strecke E3B3, die kommt ja auch noch in diesem Dreieck vor, was wir vorhin schon gehabt haben, wo wir schon Berechnungen angestellt haben und wo wir eben schon Größen können. Das heißt, wir haben hier einen Winkel und suchen dieses Mal die Gegenkathete. Jetzt können wir das entweder durch einen Tangens oder durch einen Sinus aufstellen, weil beides Mal ist die Gegenkathete dabei. Ich habe das jetzt mal über einen Sinus gemacht, also Gegenkathete durch Hypotenuse. Die Hypotenuse AB3 haben wir hier oben stehen, 8,34. Und wenn wir das Ganze jetzt nach nach E3B3 auflösen wollen, müssen wir nur noch AB3, also 8,34, mit dem Mal nach drüben bringen. Und dann erhalte ich die Streckenlänge B3E3 5,00 Längeneinheiten. So, und jetzt habe ich quasi diese B3E3, dann habe ich die Strecke E3C, jetzt kann ich quasi über diesen Pythagoras die Streckenlänge B3C berechnen. Ich habe hier gleich die Wurzel gesetzt, beide Werte eingesetzt und erhalte so die Streckenlänge B3C. Jetzt habe ich B3C, jetzt habe ich AB3, 8,34 und 6,01. Jetzt kann ich das in die Umfangsformel vom Beginn einsetzen und ich erhalte mein Endergebnis 28,7 Längeneinheiten. Der Flächeninhalt ist eigentlich auch nicht mehr weiter schwer. Flächeninhalt in einem Drachenviereck ist nämlich 1/2 mal e mal f. Und das e mal f sind, wenn man die Formelsammlung schaut, immer die Diagonalen. AC ist die eine Diagonale mit 10 cm oder 10 Längeneinheiten. Und die andere Diagonale haben wir eigentlich nicht. Aber dadurch, dass es ja symmetrisch ist, können wir sie schnell berechnen. Denn E3B3 haben wir berechnet. Die muss ich jetzt gerade schauen, wo ich es finde. E3B3 steht hier dran, 5,00 Längeneinheiten. Heißt, wenn ich das Ganze verdopple, habe ich auch wieder 10 Längeneinheiten für diese Diagonale. Die sind also gerade gleich lang. Also 0,5 mal die eine Diagonale und 2 mal
diese eine Strecke, komme ich auf die andere Diagonale und ich habe meinen Flächeninhalt von 50 FE. Ja, etwas umständlich und aufwendig, aber tatsächlich logisch und nachvollziehbar. Man muss sich einfach nur immer wieder rechtwinklige Dreiecke suchen oder neue rechtwinklige Dreiecke dazunehmen und neue Gegebenheiten sauber aufstellen. Das Wichtige ist dabei einfach erstmal einen sauberen Ansatz hinsetzen und schauen, wie es weitergeht. Hier geht es dann weiter um die Winkel. Die Innenwinkel heißt einfach immer, ich muss hier Alpha, Beta, Gamma, Delta bestimmen. Und da gucke ich einfach gleich mal vorher hin. Bestimmen muss ich eigentlich nur zwei Winkel, weil Alpha habe ich schon gegeben und Beta und Delta sind gleich groß. Wir haben ja Symmetrieeigenschaften bei dem Drachenviereck, somit langt es aus, einen dieser Winkel zu berechnen. Ich fange jetzt mal mit Beta an. Ich habe schon gekennzeichnet, E3, B3, A. Ist der eine Winkel, den ich berechnen kann, denn diesen Winkel Beta, der kommt nirgendwo in einem rechtwinkligen Dreieck vor, sodass ich jetzt da sofort loslegen könnte. Also muss ich das in zwei Dreiecke unterteilen, einmal hier diesen Winkel und einmal diesen Winkel berechnen. Wenn ich beide zusammenzähle, komme ich am Schluss dann auf meinen Winkel Beta. So, ich nehme jetzt erstmal E3B3A. Der ist relativ dankbar, weil wenn ich den suche, habe ich ja in dem Dreieck schon drei Größen gegeben, die habe ich ja allesamt schon berechnet. Das heißt, ich könnte jetzt Sinus, Cosinus oder Tangens hernehmen. Oder aber, ich weiß bereits, welcher Winkel da oben dran ist, nämlich der 90-Grad-Winkel, dann kann ich es auch über die Innenwinkelsumme berechnen. Denn diesen Teil, Winkel 36,87, habe ich schon, dann kann ich den relativ schnell berechnen. Der zweite, den mache ich jetzt über den Sinus, liegt ganz einfach daran, E3C habe ich und auch B3C habe ich. Das ist ja das Gegenkathete und Hypotenuse. Ich hätte natürlich auch B3 und E3 von vorher noch berechnet. Das heißt, hier könnte ich auch wieder mit Cosinus oder Tangens arbeiten. Ich habe mich jetzt dafür entschieden. Heißt, um den Sinus wegzukriegen, muss ich noch den inversen Sinus setzen. Also, dass er hier wegfällt und dann steht hier der inverse Sinus dran. Dann bekomme ich für diesen Winkel hier 33,65. Das zähle ich zusammen und dann habe ich Beta und Delta auf einmal berechnet. Um den Winkel Gamma zu berechnen, da reicht es mir aus, wenn ich den Winkel hier bestimme. Denn da wir Symmetrieeigenschaften haben, ist oberhalb und unterhalb von der Geraden der Winkel gleich und beide zusammen ergeben den Winkel Gamma. Jetzt habe ich mir das ein bisschen umständlich gemacht mit dem Cosinus. Ich habe einfach einen Cosinus hier aufgesetzt, was ich natürlich auch hätte machen können. Ich habe Alpha, ich habe Beta, ich habe Delta. Ich hätte 360 Grad minus diese drei Winkel berechnen können und wäre auch drauf kommen. Das wäre nämlich die Innenwinkelsumme im Viereck. Aber ich kann das eben auch durch einen Cosinus aufstellen. Also wenn ich den Winkel will, das ist die Ankathete durch die Hypotenuse. Beide Seiten kenne ich, also kann ich mit dem inversen Cosinus auch diesen Winkel bestimmen. Das Ganze nochmal 2 und dann habe ich Gamma gleich 112,68 Grad. Auch wenn es wieder viel Arbeit ist, bitte tut euch den Gefallen und schreibt die Winkel sauber hin, dass ihr, wenn ihr dann wieder mal eine Etage zurückgehen müsst, weil ihr einen Fehler suchen müsst oder weil ihr nochmal einen Winkel braucht, den ihr vorher berechnet habt, dann könnt ihr das auch schneller erkennen, wo dieser Winkel ist und dann auch eine saubere Bezeichnung. Bei der Aufgabe D geht es jetzt um abhängige Punkte. Da müssen wir das Ganze nochmal ein bisschen das Rad zurückdrehen und uns überlegen, was für Punkte waren dann überhaupt gegeben. Also einmal der Punkt BN und das ist auch schon der abhängige Punkt und dann gab es noch den Punkt A. Natürlich gab es auch noch den Punkt C. Den brauche ich jetzt aber für die Berechnungen nicht. Hinschreiben hätte ich mir natürlich trotzdem nochmal können. Ja, um jetzt eben auf die Strecke ABN zu kommen, beziehungsweise AEN zu kommen, das ist ja die erste Strecke, die wir suchen, setze ich einfach wieder, nehme ich ein rechtwinkliges Dreieck und schaue, was für Strecken kann ich denn durch diese abhängigen Punkte berechnen. AEN ist gesucht, ENBN, also für alle Strecken, da kann ich gar nichts machen, weil ich ja einfach nicht weiß, wo EN genau liegt. Ich kann den nicht irgendwie in Abhängigkeit bestimmen. Was ich aber eben habe, ist Punkt A und Punkt B, zumindest in Abhängigkeit. Und dadurch, dass die auch noch parallel zur X-Achse verlaufen, kann ich die Strecke ABN ganz leicht berechnen. Einfach den X-Wert von B, der ist X, minus den X-Wert von A, der ist minus 2, zusammenzählen, dann komme ich auf X plus 2. Und diese abhängige Strecke, die setze ich jetzt da unten rein. Und jetzt muss ich das Ganze nur noch nach AEN auflösen. Das heißt, x mal x plus 2 auf beiden Seiten. Aufpassen muss ich, ich nehme den ganzen Nenner mal. Also das x plus 2 muss quasi in Klammern gesetzt werden. So, und wenn ich diesen Cosinus 36,87 Grad
einfach als Faktor nehme, also quasi vom Taschenrechner mir ausspucken lasse, was das für ein Ergebnis ist, kann ich diesen Faktor ja mit x und mit 2 multiplizieren und erhalte dann eben 0,80x plus 1,60 Längeneinheiten für die komplette Strecke AEN. Bei der Strecke ENBN, ich habe es jetzt hier E3B3 genannt, das ist natürlich leider falsch, das muss im Video nachher dann editiert werden. Da ist das Gleiche, nur dass ich es eben im Sinus ansetze. Also ENBN, wenn ich aufstelle, brauche ich eben Gegenkathete durch Hypotenuse. Hypotenuse habe ich weiterhin mit x plus 2 und damit ist ENBN 0,60x plus 1,20 Längeneinheiten. Gar nicht so schwer, man muss sie einfach nur noch mal einen Winkel ansetzen und dann kann man eine Streckenlänge eben auch in Abhängigkeit in so eine Winkel-, Sinus-Cosinus-Geschichte einsetzen. Ja, 5e, den Flächeninhalt aller Drachenvierecke in Abhängigkeit von x. Gut, wir wissen wieder, dass diese Streckenlänge 10 Längeneinheiten ist und wir wissen, dass die Strecke ENBN 0,60x plus 1,2 ist und das Doppelte davon ist dann die andere komplette Diagonale. Das heißt, ich muss einfach das alles zusammensetzen. 0,5 mal 10, das ist AC und zweimal die Strecke ENBN. Und dann, wenn ich die ganzen Faktoren ausmultipliziere, komme ich genau auf 6x plus 12. Auch nicht weiter schwer, man muss sich bloß ein bisschen trauen und wissen, wenn man abhängige Punkte sucht oder abhängige Sachen sucht, abhängige Strecken und abhängige Flächen, dass man dann nochmal am Anfang guckt, welcher Punkt war denn überhaupt abhängig, welchen darf ich denn für alle verwenden zur Berechnung.